Diese Folge ist eine Kooperation mit Mia Boss, dem Online-Magazin für Power- und Businessfrauen. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Seelengeplapper, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Heute bei mir zu Gast eine ganz spezielle Person und ich freue mich sehr darüber, ist die liebe Nina Herzberg. Sie ist Medium, Autorin, Speakerin und Lehrerin und hilft oder unterrichtet quasi andere Menschen darin, ihre medialen Fähigkeiten zu entdecken, wenn ich das jetzt so richtig genau ausgesprochen habe. Heute möchte ich gerne wissen, was denn der Lebensweg oder die Lebensbestimmung oder ich sage jetzt mal, der Ruf des Lebens mit der geistigen Welt zu tun hat. In dem Sinn, liebe Nina, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, liebe Sandra, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr drauf auf das Gespräch und spannendes Thema hast du mitgebracht. Ja, du, das ist ja, ich habe ja vorher schon mal kurz gesagt, ich habe mich ja sonst sehr, sehr wenig mit dem Thema auseinandergesetzt, ja. Ich bin spirituell und ich tue hin und wieder mal in meinen Gedanken meditieren und wir tun auch Räuchern und unsere Ahnen und dieses und jenes, aber so richtig tief in die Materie bin ich eigentlich noch nie eingetaucht. Und ich glaube auch wahrscheinlich, weil ich einfach sehr, sehr großen Respekt vor der geistigen Welt habe. Ja. Weil ich da einfach, ich glaube in unseren Jugendzeiten, wir kennen das alle, wer hat das noch nicht probiert, das Tischlerrücken, kennst du das? Ja, klar. Ich kann mich an eine Szene erinnern, ja, ich will ja gar nicht zu lang ausschweifen, wo ich mir gedacht habe, okay, und dann habe ich nie wieder etwas in diese Richtung gemacht, ja, weil ich so Schiss hatte. Stell dich doch nochmal einfach kurz vor für die, die dich nicht kennen, die jetzt diesen Podcast hören. Ja, du bist und was du genau machst. Ich habe mich vorgestellt schon. ich bin seit 15 Jahren ungefähr in diesem Metier. Ich habe angefangen mit einer Heilpraktiker-Ausbildung. Nach den Kindern wollte ich so ein bisschen mehr über alternatives Heilen erfahren und ich hatte viele psychosomatische und chronische Probleme früher und habe mich eher erstmal mit der Metaphysik des Körpers und unserem Energiesystem beschäftigt. Bin darüber dann durch verschiedene eigene Erlebnisse, die dann wieder so aufgeploppt sind, an die ich mich erinnert habe. In meiner Kindheit habe ich immer so das Gefühl gehabt, einfach verbunden zu sein mit etwas, was die anderen nicht sehen. Also ich habe schon in meiner Kindheit Aura wahrgenommen von Menschen, Energien von Menschen, aber auch von Verstorbenen. Früher hat mir das auch Angst gemacht. Also als Kind oder als Jugendliche habe ich unter jedes Bett geguckt und hinter jede Tür, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht allein im Raum. Und ich aber die Verstorbenen nicht klar sehen konnte, sondern nur gespürt habe, da ist jemand, hat es mir halt auch oft Angst gemacht. Also daher kenne ich diese Experimente ganz gut. Und ja, habe dann im Grunde über eine Ausbildung komplett so diese eigenen Hellsinne, die eigene Medialität ausbilden lassen oder habe gemerkt oder eigentlich wiederentdeckt. Also ich meine, man kann nichts lernen in dem Sinne, sondern wir entdecken das wieder, was eh in uns steckt. Sag, du warst ja 5 Jahre alt, glaube ich, wo du dein erstes Erlebnis hattest, oder? Kannst du das mal kurz erzählen, was da genau passiert ist? Also es war ein Nahtoderlebnis, also ich bin gestorben sozusagen halt und nicht komplett. Also meine Atmung hat aufgehört und ich hatte das Gefühl, als ob ich über meinem Körper schwebe. Also es war eine Trennung für mich von meiner Seele zu meinem Körper wahrnehmbar. Ich hatte keine Schmerzen mehr. Ich konnte die Szenerie und das Zimmer sehen von oben. Hatte das Gefühl, als ob ich aus dem Raum rausschwebe oder wie nach oben gezogen werde. Habe eine wahnsinnige Liebe, ein Licht und eine Leichtigkeit empfunden, die für mich danach nie wieder so, also nicht menschlicher Natur in dem Sinne sind, die wir zwar bestimmt alle irgendwo aus unserem wahren Seelenzuhause kennen, aber die wenigsten erinnern sich daran. Und erst als ich dann im Grunde wieder zu mir kam oder wiederbelebt worden bin, musste ich in meinen Körper zurück. Und das war für mich damals sehr schwer. Und es hat auch einige Jahre gedauert, weil ich das Gefühl immer hatte, ich darf nicht da bleiben, wo ich eigentlich hingehöre. Und ich habe viele Jahre mit diesem Leben gehadert, mit meiner Inkarnation, mit meiner Bestimmung, weil ich so das Gefühl hatte, eben eigentlich will ich auf die andere Seite. Das hat sich nicht gefühlt. So ein bisschen der Beginn im Grunde, auch zu merken, wir sind viel mehr als das, was uns hier umgibt oder unser Körper, unsere Gedanken. Und haben deine Eltern
Also gibt es irgendjemanden in deiner Familie, der auch mediale Fähigkeiten hat? Ja, also meine Außer dich. Mutter und meine Schwester sind auch sehr spirituell, aber auf anderer Ebene. Also meine Schwester eher so im Schamanischen und ich mit Ölen, mit Wahrnehmen von Körperenergien sehr stark. Und meine Mutter, ja, sie hat sich früher sehr viel damit beschäftigt und für sie war es auch normal, dass ich mehr wahrgenommen habe. Also ich habe zum Glück nie in meiner Kindheit gehört, ach, du spinnst oder so. Also wenn dann von meinem Vater, aber nicht von meiner Mutter. Also sie haben da eher, wenn ich irgendwie von irgendwelchen Geistwesen erzählt habe oder von Wahrnehmungen, hat meine Mutter das immer als normaler empfunden und hat mich gelassen halt. Das war das Gute, weil sie es selber sehr viele Wahrnehmungen hat aber nie damit gearbeitet und hat es nie ausbilden lassen. Es hätte ja auch sein können, ich meine, das machen ja wahrscheinlich 98% der Eltern, aber sie meinen es ja gut, wenn dann das Kind zu dir kommt und sagt, hey, ich habe einen imaginären Freund, ja, und sie sagen, ah, da ist ja gar niemand. Aber wir können das ja gar nicht wissen, ob da jemand ist oder nicht, ja. Also deswegen sage ich auch immer, ich finde das so wichtig, auch den Kindern wirklich diesen Freiraum zu lassen, echt Kinder zu sein, egal was sie sehen. Das heißt nicht, dass wir das, nur weil es wir nicht sehen, dass es nicht existiert, ne? Also das ist Ja, auch wieder eben so. mal bis zum Alter von 7, 8 Jahren die geistige Welt noch sehr präsent war. Also gerade diese imaginären Freunde oder der Opa, der dann plötzlich abends zu Besuch kommt oder etwas, das ist real halt. Und die haben eine ganz andere Wahrnehmung noch, weil ihre Gehirnwellenstruktur anders funktioniert. Also weil die nicht in den Theta-Wellen, wie wir hier beim Denken sind, sondern wirklich noch die geistige Welt sehen oder fühlen können. Ne? Was würdest du sagen, ist der Zünder dafür, dass wir es verlernen? Was Ja, passiert? meistens fängt es mit der Schule an, halt. Ja. Der Erziehung der Eltern, du musst schneller sein, du musst dich jetzt anziehen, sei geordnet. Und die Kinder gehen dann aus dieser Wahrnehmung heraus, zwingen sich im Grunde, sich anzupassen. Also ja, heutzutage wahrscheinlich schon im Kindergarten. Jetzt sei nicht so verspielt, sondern du musst das ordentlich schneiden und du musst das irgendwie Ja, alles genau. gefallen. Also dieser Zwang dieser Gesellschaft im Grunde verlernt uns, auf unsere Intuition zu vertrauen. Also wenn wir ein schlechtes Gefühl bei jemandem haben, wird dann gesagt, nee, du gehst aber dahin, du bist da eingeladen und das ist der Kindergeburtstag oder so. Solche Dinge einfach, dass die Eltern es nicht mehr vorleben, es nicht mehr können und die Schule spätestens trainiert sie halt komplett ab. Sag eine Frage noch, bevor ich zum eigentlichen Thema komme. Sind deine Kinder auch spirituell oder beziehungsweise haben auch die irgendwie mediale Fähigkeiten, wo du merkst, ah, das könnte man ausbauen? Ja, schon, aber die Jungs sind 13 und 16, die finden das natürlich Okay, die haben gerade andere Dinge im Kopf. Also die interessiert es nicht wirklich. Die haben beide eine unterschiedlich ausgeprägte, sehr hohe Sensitivität. Der eine bekommt sehr, sehr viele Zeichen und Kommunikation mit Verstorbenen. Also für den ist es normal, dass der Opa ihm ständig Zeichen schickt und der hat auch früher ganz viel mit dem kommuniziert. Für den anderen ist eher das Thema sehr schwierig, weil der Verlust des Opas nie wirklich richtig verarbeitet worden ist, weil er ihm einfach sehr, sehr vermisst in seinem Alltag. Und daher sind Na Verstorbene klar. Psycho so ein bisschen. Er hat aber einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn, sehr hohes Gefühl für Menschen. Also er spürt sehr schnell, wem kann er trauen und wem nicht. Aber beide möchten auf gar keinen Fall in diese Richtung gehen später. Okay, ja, gut, aber das ist auch mit 13, 14 Jahren sind Mädels und PlayStation die wichtigen Dinge im Leben. Autos, Motorräder, solche Sachen. Genau, ja, genau. So, ja, sehr spannend. Und wie gesagt, ich habe ja vorher schon gesagt, mir sind immer wieder mal so Dinge passiert. Ja, jetzt so im Nachhinein denke ich dann schon mal so intensiver darüber nach, okay, was könnte das eigentlich bedeuten? Ja, und jetzt kommen wir auch zu den Zeichen, weil du das jetzt gesagt hast, ne, eben die Zeichen bekommen. Was will einem die geistige Welt eigentlich sagen, wenn man ständig doppelte Zahlen sieht? Was bedeutet das, ja? Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder eben, also Verstorbene schicken Zeichen, also wenn du jemanden verloren hast und dann zum Beispiel dein Geburtsdatum, das Sterbedatum oder irgendwie einen Feiertag ständig als Zahlenwiederholung siehst. Kann es sein, dass dein Verstorbener dir einfach sagt, hallo, ich bin da, guck mal, ich begleite dich im Alltag, mir geht's gut. Also Verstorbene schicken Zeichen, damit wir sie wahrnehmen, damit wir ein Stück
Trost in unserer Trauer haben, damit wir die Verbindung spüren. Ne? Da ist meistens nicht mal so eine Mega-Bedeutung dahinter, sondern einfach, hey, ich bin da, es ist alles gut. Wenn es unabhängig von dem Verstorbenen ist, also du nicht in der Trauer bist oder es so wirre Zahlenwiederholungen sind, einfach 8888, 777 oder so, ist es, dass die geistige Welt, also eher dein Geistführerebene, also die deinen Lebensplan kennen, die wissen, warum du jetzt gerade in der Situation am Hadern bist, warum du beruflich vielleicht gerade nicht weißt, was du machen sollst oder ähnliches. Und da schickt die geistige Welt die Unterstützung und Zeichen, unterbricht sozusagen deinen Alltag so ein Stück, gerade vielleicht, wenn du Auto fährst und mal wieder denkst, so, oh, ich habe keine Lust und mir geht's nicht gut oder so. Und du dann diese Zeichen wahrnimmst, ist das wie so, hey, guck mal, ich bin doch da, alles gut, achte mal wieder auf dich. So eine Unterbrechung von deinem Negativdenken oder auch manchmal, wenn du um ein Zeichen bittest und fragst, okay, gib mir ein Zeichen, wenn der Job jetzt der richtige ist oder so. Ja? Und dann kommt sowas, dann ist es wie eine Bestätigung darin. Also achte einfach drauf, was du vorher gedacht oder gesagt hast, in welchem Zustand du bist. Es ist immer etwas, wo die geistige Welt dich unterstützen will, weiter voranzugehen, auf dein Gefühl zu hören, bei dir zu sein und nicht wieder im Außen zu gucken, oh, was müsste ich denn eigentlich machen? Also so in Zeiten, wo es gerade um Umbrüche geht oder um Entscheidungen oder so, ist es oft so, dass diese Zeichen von der geistigen Welt sehr präsent werden, sehr deutlich oder jeden Tag auftauchen, weil sie einfach sagen, so jetzt bleib dran und achte auf dein Gefühl, guck, wo es leicht wird, also wo es sich gut anfühlt, da ist dann da geht dein Weg lang. Ja, das ist spannend. Es ist nämlich, wisst ihr, ich habe jetzt zum Beispiel heute habe ich auf meinem Profil Zahl 333 gesehen. Da habe ich mir gedacht, was bedeutet das? Ja, ich bin dann immer so, das Erste, was ich mache, ich gehe in Google und dann gebe ich die Zahlen ein. Ja, das finde ich immer sehr spannend, aber die Frage ist halt, ja, was für eine Bedeutung hat das denn wirklich? Es gibt so viele Bedeutungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ständig 222 sehe oder 22.22 22, ich glaube, wir kennen das alle, ne? Wenn man dann auf die Uhr schaut und auf einmal diese doppelte Zahl da ist, da denke ich mir dann immer, ist das jetzt ein Zeichen oder ist das einfach nur Zufall, ja, Zufall. Ich weiß, das ist, weißt du, es fällt einem zu, was zufallen soll, aber weißt du, was ich meine? Also, ja. Also für mich hat natürlich jede eigene einzelne Zahl nochmal eine eigene Bedeutung, aber die habe ich im Grunde okay. Mein geistiges Team gefragt, so, ich sehe ständig verschiedene Zahlen, zeig mir doch mal bitte, welche Zahl welche Bedeutung hat. Und ich habe für mich so ein Zahlenlexikon im Grunde für mich erstellt, dass ich auch die Sprache verstehe halt. Für mich hat die 11 zum Beispiel eine sehr hohe spirituelle Bedeutung, ist aber auch mein Geburtstag. Also ich sehe oft um 11.07 Uhr auf die Uhr, weil 11.07. mein Geburtstag ist. Ja, ah, spannend. Zum Beispiel immer Veränderung halt und Aktion. Für mich ist die 4 eher die Familie, Sicherheit, 4 Wände. Die 3 halt ist eher halt Mutter, Vater, Kind, die kleine Familie. Die 2 ist die Dualität, also immer die 2 Seiten einer Medaille. Aber das sind meine Bedeutungen. Ich bin immer kein Freund von diesen, ach, das steht bei Google, dann muss das so stehen, dass sich für mich nicht für mich anfühlt. Also ich habe mich immer gefragt, was heißt die Zahl für mich? Weil die geistige Welt ja mit mir durch meine Wahrnehmungen kommuniziert. Also es kann sein, dass sie dir die 22 aus einem anderen Grund schicken als mir zum Beispiel. Ja? Grundsätzlich ist aber sowas mal einfach zu googeln und Numerologie einzugeben und dann mal zu achten, was fühlt sich stimmig an oder wo hast du das Gefühl, ja, genau das ist die Bedeutung, weil darüber kommuniziert ja auch die geistige Welt. Für mich gibt es überhaupt keine Zufälle und Zeichen und selbst wenn ich mir manche Zeichen gleich einbilde, lernt die geistige Welt ja daraus und sagt, cool, spannend, das hat sie als Zeichen gesehen, davon schicke ich mehr. Also es ist ja eine eigene Intelligenz, die geistige Welt. Ja? Und du kannst mit ihnen kommunizieren, wenn du eine Frage hast oder es nicht verstanden hast und sagst, gib das Zeichen nochmal anders. Hat jeder Mensch die Möglichkeit, mit der geistigen Welt wirklich zu kommunizieren? Weil ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die einfach nicht, wie soll ich sagen, vielleicht nicht bereit sind, das zu empfangen. Also gibt es da irgendwie auch Unterschiede? Also wie kann ich denn grundsätzlich überhaupt, um das Ganze mal im Gesamten zu betrachten, wie kann ich mit der geistigen Welt Kontakt aufnehmen, ohne dass ich mir gleich in die Hosen scheißen muss, ja? Weil ich Angst habe, dass da hinten vielleicht irgendein ein alter Geist steht, der unzufrieden ist. Nein, du weißt, wie ich es meine, oder?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also grundsätzlich muss man erstmal sehen, dass wir ja auch Seelenwesen sind. Also wir kommen daher, wir gehen dahin und nur weil wir jetzt einen Körper gerade haben, sind wir ja nichts anderes als Verstorbene oder Geistwesen. Und daher rein theoretisch kann das jeder, weil wir alle das auch sind halt. Ne? Ich mag das immer gar nicht, wenn das jetzt so esoterisch abgehoben und du musst erst Sterntore öffnen und 1000 Einhörner beschwören oder irgendwie so. Ne? Also ja, aber natürlich nehmen viele Menschen es im Alltag nicht wahr oder es fällt ihnen schwer, überhaupt ihre Gedanken so weit zu dimmen, um überhaupt diese Hellsinne zu aktivieren. Also nicht jeder wird darin gut, das wahrzunehmen. Aber ich habe schon so viele Klienten da gehabt, die noch nie damit was zu tun haben und sich erst im Grunde nach einem Trauerfall damit beschäftigt haben und die wahnsinnig gute Kommunikation mit ihren Verstorbenen hinbekommen haben, ohne dass sie jemals eine Vorahnung oder ein Vorwissen davon hatten. Grundsätzlich Kommunikation läuft über mentale Gedanken halt das meiste oder über Emotionen, über Gefühle. Also es ist halt einfach im Grunde, du bittest um einen Kontakt, entweder zu deinem Geistführer oder zu deinem Verstorbenen. Es gibt angeleitete Meditationen, die habe ich auch aufgenommen, einfach zur Einfachheit, dass man eben erst sich im Grunde in einen meditativen Zustand begibt, seine eigenen Gedanken zur Ruhe bringt, seinen Körper im Grunde einmal durchcheckt, damit man das dann nachher nicht mit seinen eigenen Gedanken verwechselt. Viele Anleitungen und Übungen dazu, die es einem erleichtern, aber im Grunde muss man eigentlich nur um den Kontakt bitten und darauf achten, was sich verändert. Nachfragen, sie verstehen unsere Gedanken, sie hören unsere Gefühle und nehmen im Grunde in jeder Sekunde des Alltages alles wahr. Also die geistige Welt ist kein ferner Ort, wo wir erst hinreisen müssen, sondern die ist hier und jetzt genauso wie irgendwelche Radiowellen oder unsere Internetverbindung, die auch steht halt, ohne dass wir es genau verstehen. Aber es gibt viele Tools sozusagen, wie man das erleichtern kann. Ich hatte, es ist witzig, mir ist jetzt gerade was eingefallen, als ich ein Kind war, ich hatte auch eine schwere Kindheit, ja. Und weil ich immer so Angst hatte, habe ich mich dann in meinem, also unter meinem Bett, in der Bettzeuglade, habe ich mich dann immer versteckt, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn Kleiderhaken, ne? Also Kleiderbügel. Und immer wenn die in meinem Raum gehangen sind, habe ich immer geglaubt, da ist irgendjemand. Das hat mir so eine Angst gemacht. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, das ist so, wir kennen das eh. Man hat manchmal dann so, wenn man jemanden denkt, ja, oder man denkt an etwas oder an eine Situation und auf einmal hast du diesen kalten Hauch im Wind, im Nacken, ja. Und das ist für mich immer so ein Zeichen, okay, ich bin gerade nicht alleine, ja, weil ich spüre das. Und das ist bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ich habe jetzt irgendwie diese Gabe, ja, dass ich das fühle, was andere fühlen, ohne dass es mir überhaupt erzählt, ja, weil ich hatte gestern nämlich schon wieder so eine Aktion oder Situation und ich habe mit einer ehemaligen Kollegin gesprochen. Wir sind einfach nur irgendwie so ins Gespräch gekommen und ich habe mir schon gedacht, hey, irgendwas stimmt doch bei ihr gerade nicht, ja. Und auf einmal erzählt sie mir, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat, ja. Und es ist schon so dieses, ich finde es irgendwie geil, aber es ist auch irgendwo beängstigend, manchmal diese Gefühle zu fühlen, ja. Oder so, ich bin mehr so dieses, ich habe das Gefühl, ich adaptiere die Gefühle der anderen, ja, oder die Energien der anderen. Das heißt, ich fühle gar nicht meine Dinge, sondern ich fühle irgendwie andere Dinge. Also ist das möglich, dass es so etwas gibt? Ja, auf jeden Fall. Also das nennt sich Sensitivität halt. Also wenn du mit der Aura in einer Verbindung bist, jetzt zu einem Raum oder zu einem anderen Menschen. Und im Grunde entweder eben manche kriegen mehr innere Bilder, dass sie wirklich vor ihrem inneren Auge sehen, wie geht's dem, wie war der Urlaub, der Freund ist weg oder so. Ich bin auch eher, dass ich es hell fühle, also dass ich an mir spüre, hat er jetzt Magenprobleme, hat er Kopfschmerzen, wie geht's dem emotional, egal ob er sagt, oh, mir geht's super, ich spüre es und ich weiß auch oft genau, was das Thema ist. Ich habe inzwischen gelernt eben, dass es nicht meine Themen sind, dass ich die auch nicht brauche und dass ich sie sofort wieder loslasse. Also das bleibt nicht bei mir, die Energie. Ich nehme sie wahr, ich kann es dann dem anderen auch spiegeln, wenn er jetzt in der Sitzung zum Beispiel bei mir wäre oder ähnlichem und lasse es aber danach wieder los. Da ist natürlich immer gut, wenn du
Fokusmeditation machst, dass du immer wieder bei dir und deinem Energiesystem ankommst. Mich hat das früher aber auch sehr überfordert, also gerade in Gruppen. Ich habe immer von allen Leuten alles wahrgenommen. Ich wusste sofort, ach, die sind im Streit und dem geht's nicht gut, der hat Depressionen oder so. Und ich konnte ganz schlecht bei mir bleiben, weil ich immer auch wahrgenommen habe, was erwarten die anderen von mir. Und ich habe dann immer im Grunde erst geguckt, wie verhalte ich mich richtig, dass jeder mich mag und dass alles in Ordnung ist, und war immer so dieser Harmoniebringer. Und mir ging es oft sehr schlecht damit, weil ich gar nicht geguckt habe, was möchte ich denn überhaupt? Wer bin ich denn eigentlich in dieser Konstellation? Und das ist für viele, die sehr sensibel oder sehr sensitiv sind, oft das Problem im Grunde, sich da, ich mag das Wort abgrenzen nicht, weil es geht nicht darum halt, die Energie von anderen kann nichts mit dir machen im Grunde. So. Ja, aber sich schützen kann man sehr wohl, ne? Ja, also im Grunde eben deinen Fokus wieder bei dir, auf dich richten. Ne? Das ist für mich der Schutz. Also ich muss mich nicht vor anderen Menschen oder Energien schützen, sondern eigentlich meinen Fokus auf dich richten. Und das kann man lernen, zum Glück. Und das hat es mir echt erleichtert, dass ich zwar Dinge wahrnehme, aber sage, ja, das ist deren Thema halt. Ihm darf es schlecht gehen. Es ist sein Lebensplan. Es ist seine Aufgaben, die er gerade hat. Genau, ja. Es ist nicht mein Thema. Also ich nehme das alles immer noch wahr, aber es interessiert mich vieles einfach auch nicht mehr. Es hat aber auch nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie desinteressiert ist, ja, sondern so wie du sagst, einfach um dich wirklich jetzt nicht abzugrenzen, ja. Ich finde es nämlich gut, dass du sagst, den Fokus wirklich auf dich, weil ich habe nämlich auch gerade so eine Phase, wo ich mich abgrenze, mehr auf mich fokussiere, ja. Und spannend auch, es ist manchmal, bekomme ich halt auf Posts auch Nachrichten, ja, wo ich mir dann denke, okay, oder und das beste Beispiel ist eigentlich diese ganzen jungen Typen, die da kommen mit ihrem Reichweite verkaufen auf Instagram. Und ich habe ja urviele Nachrichten bekommen. Und ich habe mich immer so fürchterlich aufgeregt, ja, weil ich hasse das. Ich finde das einfach sowas von unpersönlich, ja. Unter deren, mein Mann fängt dann zu mir an, denk doch einfach gar nicht mehr daran, dass sie zu dir kommen, und siehe da, sie kommen nicht mehr. Also das ist auch so, so spannend, was in unseren Gedanken eigentlich abläuft, der Film, der dann eigentlich auch wirklich passiert. Also deswegen, ja, ich lerne da auch gerade, mich ein bisschen mehr auf mich zu fokussieren und die Energien der anderen nicht so sehr auf mich zu projizieren, weil ich glaube, das ist nämlich auch immer so dieses Hauptthema, dass ich mich dann nicht schütze davor, also schützen in dem Sinn, dass ich es emotional nicht so sehr an mich heranlasse, ja. Beziehungsweise ja, ich bin ein sehr... Dieses Helfer-Syndrom halt. Genau, ja. Und dann meinen, aber darum ja. zu müssen, helfen zu müssen und von sich eigentlich ja weggehen. Also auch wirklich genau. den anderen Leuten ihren Mist zu lassen. Ne? Also ja. Du kannst ja eine Hilfe bei Freunden anbieten, klar, aber die meisten wollen ja auch gar keine Hilfe, sondern wollen genau, ja. bleiben. Und da einfach auch zu sagen, okay, ich nehme das wahr, aber es trifft mich nicht. Und wenn es dich emotional gerade betrifft oder runterzieht, dich dann zu fragen, warum? Was macht es bei dir? Was für ein Thema will dir das denn zeigen? Weil wenn du dich aufregst oder emotional wirst, hat das ja immer was mit dir zu tun. Und ja, genau. Themen im ja. Das stimmt allerdings. Da bin ich auch gerade dabei, noch sehr viele Dinge auszuarbeiten, anzunehmen. Und das ist, weißt du, ich finde, das ist das Spannendste, so die spannendste Reise ist sowieso die Reise zu sich selbst, weil du kannst so viele Ausbildungen machen, wie du willst, ja, aber im Endeffekt der einzige Mensch, der weiß, wie du bist, bist eigentlich du selber, ja. Da kannst du machen, was du willst. Ja. Ich würde jetzt gerne darüber sprechen, was denn eigentlich die geistige Welt mit, ich nenne es jetzt einfach mal, die Lebensbestimmung zu tun hat. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Human Design Auswertung gemacht. Ja, und in der ist zum Beispiel meine Lebensaufgabe, das ist so krass, wirklich jedes Mal, wenn ich mir das durchlese, kriege ich eine Gänsehaut, weil das echt genau das ist, das, was ich jetzt gerade mache. Wie kann ich denn verstehen oder was hat denn überhaupt die geistige Welt mit meiner Bestimmung oder mit meiner Lebensaufgabe zu tun? Also ich nehme es so wahr, dass wir auf Seelenebene vor dieser Inkarnation, bevor wir auf diese Welt kommen, uns mit der geistigen Welt, also mit unserem geistigen Team, vielleicht auch anderen Verstorbenen zusammensetzen und als Seele im Grunde überlegt wird, was möchte ich denn auf dieser Welt erfahren? Und man eben aufgrund dieser
Lebensaufgabe, nenne ich es lieber, weil für mich ist so ein Plan immer so ganz vorgefertigt. Aber wenn man sagt, okay, ich habe eine Lebensaufgabe, vielleicht als metaphorisch gesehen jetzt irgendwie Vergebung lernen oder mutig sein oder mich selbst kennenlernen oder ähnlichem, dann gehe ich mit dieser Lebensaufgabe, inkarniere ich auf dieser Welt und suche mir den Körper, den es dazu braucht, diese Erfahrungen zu machen, auch die Eltern oder dieses Setup, das Land, wo ich inkarniere. Also das ist alles im Grunde vorbestimmt mit der geistigen Welt besprochen, auf diese Lebensaufgabe konzipiert. Und alle Erfahrungen, die wir auch in der Kindheit machen, sind so ein Stück wie eben mit dieser Lebensaufgabe vorbestimmt. Ich will daran glauben, dass wir noch ein Stück freien Willen haben und nicht alles vorbestimmt ist, sondern dass wir danach eben uns auch entscheiden können, gucke ich mir das an, das Thema, was mir gerade gespiegelt wird, wenn ein Verlust da ist. Genau, ja. Gehe ich in die Trauerverarbeitung? Verändere ich mich gut dadurch oder gehe ich vielleicht auch in einen Hass oder in eine negative Teil von mir, weil wir haben ja alle positive oder liebenswerte Anteile und böse Anteile in uns und die können wir ja wählen. Und die geistige Welt, also mein geistiges Team, teilweise auch die Verstorbenen, also es gibt auch Verstorbene, die dich auf deinem Lebensplan oder auf deiner Lebensaufgabe mehr begleiten und manche sind eher eher zurückhaltender. Und dein Geistführer begleitet dich bei dieser Erfüllung dieser Lebensaufgabe. Also die wissen, warum du dir dieses Leben ausgesucht hast, warum du vielleicht gerade diesen oder jenen Prozess machst oder an diesem Punkt bist. Und das ist das Schöne, wenn man eben in der Meditation zum Beispiel in den Kontakt geht, wenn man den Geistführer kennenlernt oder auch oft im Kontakt mit Verstorbenen, die haben einen anderen Blickwinkel darauf. Die sehen eben nicht aus unserem Blickwinkel so, oh, die Rechnung kam, ich kann das nicht bezahlen, wie soll ich das machen, sondern die sehen einen übergeordneten Blickwinkel, warum ist das jetzt gerade für meinen Prozess wichtig, was lerne ich hier gerade und wie kann es leicht werden. Also die geistige Welt möchte immer etwas Gutes für uns, die wollen nie uns blockieren oder ähnliches, sondern sie unterstützen uns darin, eigentlich uns erfüllter zu fühlen, unsere Lebensaufgabe zu bewältigen und eigentlich im Grunde diese Inkarnation als gute Erfahrung abzuschließen. Ja. Was wäre, wenn die Inkarnation zum Beispiel, ich muss jetzt ein ganz makaberes Thema nehmen, wenn das ein Serienmörder ist, entscheidet, also das ist auch immer sehr spannend, ja, weil entscheidet sich die Seele mit ihren Geistführern oder mit dieser Seelenfamilie schon vorher, hey, ich werde jetzt ein Serienmörder, weil ich will das erleben. Also ich, also das... Ja, also ich kenne die Frage und eine hundertprozentige Antwort kann ich dir nicht geben, weil ich habe schon oft ein paar Mal Jenseitskontakte zu Mordopfern gehabt und die hatten im Nachhinein keinerlei Wut auf den Täter, sondern sie haben mir gezeigt, dass diese Art zu sterben an diesem Zeitpunkt vorbestimmt war. Also das sozusagen ist auch eine Verabredung zwischen Opfer und Täter auf Seelenebene geben muss, dass der eine sich als Täter bereitstellt, damit das Opfer so sterben kann halt in dem Sinne. Also dass diese Todesursache vorbestimmt ist, dass keiner durch Zufall ermordet wird im Grunde. Heißt ja auch, dass keiner durch Zufall Täter wird. Ich meine, wenn man sich Täterprofile oder Sachen anguckt, hat dieser Täter, mal abgesehen von dieser schlimmen Tat, sonst ja auch oft sehr viele gute Eigenschaften. Ist oft Vater oder war ein ganz normaler Ehemann oder hat auch einen beruflichen Weg gehabt. Wo ich nicht sicher weiß, ist dieser Teil des Täters sein einfach auch ein Stück Erfüllung seiner Lebensaufgabe mit gewesen und hat ja aber noch 1000 andere Lebensaufgaben dabei gehabt. Oder, also ich glaube schon, dass wir alle als Seelenaspekte mal Opfer und Täter waren. Also alle diese Erfahrungen auch mal machen mussten auf einer Seelenebene. Ja. Und dadurch, dass es ja in dieser Welt sehr viel Leid und Mord und Ähnliches gibt, bin ich davon überzeugt, dass das auch etwas ist, was im Grunde von der geistigen Welt so, ja, nicht gut geheißen, aber dass das ein Erfahrungsfeld ist halt. Ja. Was, wenn wir unsere menschliche Bewertung mal rausnehmen, wir halten ja immer zu dem Opfer und zu der Familie und so, ja? Aber rein von der Seelenebene ist es ja ein Erfahrungsfeld, um negative Erfahrungen zu machen. Und es gibt's ja hier auf dieser Welt. Ja? Also gehe ich davon aus, dass sozusagen da auch eine
Lebensaufgabe vielleicht in diesem Tätersein mit drin steckt, auch wenn das für uns Menschen wahnsinnig schwer anzunehmen ist. Ich sage auch, ich heiße es nicht gut, ja, was gewisse Menschen eben tun, aber jeder Täter war mal ein Opfer, ja, und du wirst so nicht geboren, ja, und das ist aber auch etwas, was ich immer wieder sage, ja, du wirst nicht böse geboren, ja, du wirst böse gemacht, ja, aufgrund deiner Erziehung, aufgrund der Werte, die du mitbekommst, ja, oder die du eben nicht mitbekommst, beziehungsweise, ja, keine Ahnung. Ja, aber da ist hier die Frage, wenn er sich auch hätte gegen diese böse Seite in sich entscheiden können. Genau. Und eben eine Therapie machen, seine eigene Kindheit aufarbeiten, seine eigene Gewalt vielleicht und kein Mörder geworden wäre. Ist es dann nicht der Lebensplan oder ist es dann doch der Lebensplan? Also das ist halt das, okay. Wahnsinnig schwer zu sagen ist, ob manche Täter nie die Chance gehabt hätten und ob das sozusagen schon feststand. Ich weiß es nicht. Also ich kann dazu keine hundertprozentige Antwort finden, weil ich habe schon mit Tätern zu tun gehabt, wo ich wusste, die hatten nie die Chance gehabt, das zu verarbeiten, weil die gar nicht in der Lage gewesen wären. Und sie haben einfach eins zu eins die Gewalt, die sie erlebt haben, weitergegeben. Und die anderen Generationen, die danach kamen oder die Opfer, die danach kamen, haben dann dieses Familienthema zum Beispiel aufgearbeitet und wurden nicht selbst zu Tätern und haben diesen Macht- und Ohnmachtskreislauf durchbrochen. Und da hatte ich aber oft auch die Aussage, dass davor die Generationen es nicht in der Lage dazu waren. Also muss ja deren Lebensplan ein Stück gewesen sein, Opfer und Täter zu sein. Zugleich, ja. Das ist eben das Schwere. Wo ist da der freie Wille? Inwieweit kannst du wirklich dich gegen deine negativen Sachen setzen, das verarbeiten und es nicht weiter in die Welt bringen? Und inwieweit ist es Lebensplan, dass manches eben auch nicht geht? Ich weiß es nicht, aber es ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Weil du das gesagt hast mit dem freien Willen. Ich glaube, dass der freie Wille eigentlich in dem Moment beginnt, in dem du als Mensch geboren wirst. Oder? Weil im Endeffekt, es ist ja so, dass du entscheidest dich ja auch als Baby, ob du jetzt von der Brust trinken wirst oder nicht, oder? Wobei es vielleicht ein bisschen zu... Ich glaube eher, dass es viel, viel weniger freien Willen gibt, als wir das glauben. Ja? Blickend sehen, so was wir Entscheidungen getroffen haben, habe ich oft das Gefühl, das war eigentlich doch vorbestimmt. Und ich habe in dem Moment nur geglaubt, dass es freier Wille ist, dass ich nach München ziehe oder so. Und im Nachhinein war das so geschoben, dass ich manchmal das Gefühl habe, es gab gar keinen freien Willen. Aber ich möchte den Menschen die Illusion nicht nehmen, an den freien Willen zu glauben. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil ich habe einfach so viele Jenseitskontakte gehabt, wo die Menschen mir gezeigt haben, dass sie keine andere Wahl hatten, zum Beispiel, als sich das Leben zu nehmen. Und ich dachte früher immer, dass Suizid nie im Lebensplan steht, sondern immer ein Abbruch des Lebensplans und freier Wille ist. Und ich habe so viele Seelen gehabt, die an Suizid gestorben sind, die gesagt haben, ich hatte keine andere Wahl, ich war an dem und dem Punkt, ich habe gar nicht das reflektieren können, es waren so und so die Umstände, es gab gar keine andere innere Wahl halt, also wo man das Gefühl hatte, das stand einfach schon viel, viel, viel früher fest und sie haben ihre Kindheit gezeigt, wo das schon drin war im Thema und im Lebensplan. So. Daher glaube ich, dass wir alle an den freien Willen glauben dürfen, weil wir damit uns dann ja auch mit uns selbst auseinandersetzen, uns verändern, uns ja weiterentwickeln. Aber ich glaube, rückblickend werden wir, wenn wir in die geistige Welt kommen, verstehen, dass einfach sehr, sehr viel mehr vorbestimmt war. Dass da auch gar nicht, nicht schuld an vielem sind. Also ich finde, es ist auch eine Erleichterung zu merken, dass manches einfach gar nicht in meiner Macht liegt. Ist es zum Beispiel auch so, ich habe ja so nie wirklich mit Verstorbenen gesprochen, ist in dem Sinne, also mein Papa, der ist ganz, ganz früh verstorben, da war ich ein halbes Jahr. Das heißt, da ist auch keine wirkliche menschliche Bindung da, ja. Aber ich habe trotzdem immer dieses Gefühl, so die Liebe ist da, obwohl ich ihn einfach nicht kenne, ja. Der ist es natürlich jetzt schon seit 35 Jahren tot. Ist es aber dennoch möglich, dass Verstorbene, die auch schon so lange quasi von uns gegangen sind, nach wie vor da sind? Absolut. Ich habe sofort Gänsehaut an einer Stelle bekommen. Das machen Verstorbene oft bei mir so, dass sie zeigen so, ich bin da. Und es gibt keine Zeit und Raum in der geistigen Welt. Also ich glaube nicht oder ich nehme Inkarnation oder Reinkarnation, Wiedergeburt nicht so wahr, dass dein Vater als eine andere Person auf diese Welt kommt, sondern dass er
mit seinem Seelenaspekt immer dein Vater in der geistigen Welt bleiben wird und dich auch irgendwann abholt und ihr werdet euch auf anderer Ebene mehr lernen und zusammen sein. Und er begleitet dich dein ganzes Leben lang und gibt dir mit Sicherheit auch Unterstützung oder auch Zeichen, egal wie lang eure Inkarnation hier war oder ja, auf Seelenebene seid ihr trotzdem total verbunden. Und ich nehme da keinen Unterschied wahr. Also auch bei nicht geborenen Babys zum Beispiel. Verbindung zu den Eltern genauso vorhanden, wie wenn ein Kind schon ein paar Jahre auf dieser Welt gelebt hat. Es gibt da auf Seelenebene gar keine Trennung. Bei ungeborenen Kindern, ab welchem Monat sprechen wir da? Tja, ich nehme ehrlich gesagt sofort wahr halt. Ich habe unterschiedliche Verbindungen wahr, die aber nichts mit dem Alter zu tun haben. Also für mich wahrscheinlich ab der Zeugung oder so. Ist auch spannend, weil auch da hatte ich nämlich vor ein paar Jahren, ich hatte eine Kuritage. Also es war spannenderweise, es war ein Wunschkind, ja, aber es war einfach nicht der richtige Partner. Und im Nachhinein sage ich immer, natürlich tut es mir leid, aber ich bin auch froh, dass ich mich nicht dafür entschieden habe. Aber es ist so schwierig, auch wirklich loszulassen. Also ich hatte wirklich 3-4 Jahre gebraucht, ja, bis ich diesen Schmerz losgelassen habe, weil ich hab mich als Mörderin gefühlt, ja. Es ist halt schon, weil es ist ein Lebewesen, ja. Und wenn das nur eine Mini-Bohne ist, ja, da ist ein Lebewesen, ja. Also das ist schon. Also die Seelen von Abtreibungen oder auch Fehlgeburten zeigen mir immer, dass sie es wussten, dass sie wussten, dass sie nicht auf diese Welt kommen. Und dass es für sie in Ordnung ist, also dass es auch deren Lebensplan ist, diese Erfahrung zu machen, sozusagen. Ja? Und dass da trotzdem eine Verbindung ist und dass da keiner wütend ist und dass es diese Art von auch wenn natürlich ich nicht verallgemeinern möchte, dass es immer eine gute Entscheidung ist. So, das muss ja jeder für sich treffen halt. Und dennoch ist das auf der Seelenebene, ist das nicht das Thema. So, wie finde ich denn heraus durch die geistige Welt, was meine Lebensaufgabe ist? Also ich finde immer, man muss das nicht suchen oder rausfinden in dem Sinne so groß, sondern du musst einfach den Weg deines Herzens und seiner Freude folgen. Also wenn du auf deinem Bestimmungsweg, nennen wir es mal so ein bisschen so, bist, ist es leicht halt. Das heißt nicht, dass dann keine Widerstände jemals auftauchen, aber jetzt mal aufs Berufliche bezogen, was ja nicht unbedingt deine Bestimmung sein muss, aber viele definieren sich ja oder spüren ja über den Beruf auch ihren Lebensweg. Wenn du etwas anfängst und merkst, das ist leicht, du könntest darüber stundenlang reden. Wenn man dich nachts wecken würde, dann würdest du selbst über das Thema noch reden. Zurückgehen und gucken, was hat dir als Kind Freude gemacht? Was ist das, was dein Herz berührt? Wo ist es leicht? Also das ist immer ein Zeichen dafür, dass du auf deinem Bestimmungsweg bist. Dann kommen natürlich auch trotzdem Widerstände durch alte Muster, Blockaden, durch Ängste oder Ähnliches. Und da ist es eher gut, da mal dann in die Meditation zu gehen, mit seinem geistigen Team zu sprechen, zu sagen, hey, wenn es wirklich der richtige Weg ist, dann bitte schickt mir Unterstützung, schickt mir Zeichen, dass ich die Kraft habe, das auch wirklich umzusetzen. Weil da wird es dann manchmal schwer, weil die meisten Menschen wissen ihre Berufung oder Bestimmung oder fühlen das in sich halt. Wenn du Menschen abends nach 3 Gläsern Wein mal fragst, was ist deine größte Freude in deinem Leben, wo fühlst du Bestimmung, dann hat da fast jeder eine Antwort drauf. Nur dass die wenigsten das leben oder es wirklich dann ja als Lebensinhalt nutzen und dass die wenigsten in ihrem Alltag danach leben. So. Und dass auch dann eben die Widerstände man oft als Grund nimmt, nicht weiter in diese Richtung zu gehen oder zu sagen, ja, nee, dann kann es ja nicht meine Bestimmung sein, wenn es jetzt gerade schwer wird. Also ich habe schon immer gefühlt, dass der Tod das ist, was mich fasziniert. Ich habe schon immer tote Tiere gesammelt, die beerdigt. Ich habe immer Knochen überall in meinem Kinderzimmer liegen gehabt. Okay. Vor 10 Jahren wollte ich Pathologin und Vaterin werden und so. Also okay. Das ist immer mein Thema. Und ja, ich bin dann halt viele Jahre, hatten mir Leute gesagt, ja, du bist gut im BWL und in Zahlen und in Mathe und so, ja, mach doch das und geh einen kaufmännischen Weg und so. Und ich war immer todunglücklich. Aber wenn man das kann und damit Geld verdient, ist es halt schwer, sich dagegen zu entscheiden. Also diese Fragen eben,
was wäre, wenn du wüsstest, dass du nur ein Jahr noch zu leben hättest? Und wenn du das ehrlich beantwortest, diese Frage, weißt du, wo deine Bestimmung und Berufung liegt? Mhm. Oder was dein Lebensplan von dir möchte noch? Und selbst wenn es dann um die Weltreisen und fremde Kulturen erkennen ist oder so. Und natürlich kannst du dann nicht unbedingt vielleicht deinen Job kündigen und das sofort umsetzen, aber du kannst einen Schritt in die richtige Richtung gehen und dir im Alltag gucken, wann kann ich das fühlen, wann kann ich mich so erfüllt fühlen und was brauche ich dazu. Und da hilft die geistige Welt sehr. Ja? Also die wird dir dann auch Menschen schicken, die dir helfen, Zeichen schicken, Zeitungsartikel, YouTube-Videos. Also wenn du mal diese Tür ein Stück aufmachst und dich mit dir selbst und dem tiefen Wunsch in dir beschäftigst, dann kommt plötzlich alles. Ne? Du musst halt den ersten Schritt musst du gehen, indem du sagst, okay, ich bin bereit jetzt. Genau, ja. Das ist super spannend, weil ich habe ja vorher gesagt, dass ich diese Human Design Auswertung machen habe lassen. Das ist ein riesengroßes Profil. Also das ist ein Profil auch für die Arbeit, also was ich, wo ich halt, wo meine Stärken sind und eben auch die Lebensaufgabe. Und ich habe dann diese Mappe ein Jahr lang zugemacht, liegen gelassen. Ich habe nicht mehr hineingeschaut und es ist halt sehr kompliziert. Also das muss man halt auch wirklich gut verstehen können, was da drinnen steht. Ne? Und ich war 19 Jahre lang Friseurin und ich habe das wirklich mit Leidenschaft gemacht und ich war sehr gut, habe gut Geld verdient damit, ja, war sehr erfolgreich damit, aber irgendwann habe ich gemerkt, es ist nicht mehr das, was mich wirklich erfüllt. Ja? Also ich hab quasi das Schönste aus dem Menschen herausgeholt, ja. Sie waren eh schon schön genug, aber ich sage immer, ich habe nur das Beste aus dir rausgeholt, ja. Und irgendwann, also das war nicht irgendwann zu Corona, wie das Ganze, wie die Pandemie begonnen hat, fängt mein Mann zu mir an, ja, finde doch dein Potenzial. Oh, und ich sage mir immer so, ja, wie soll ich das finden? Ja, was ist mein Potenzial? Ja, ich kann gut Haare schneiden, ja. Und dann ist immer so in meinem Kopf gewesen, hey, die Menschen öffnen sich mir, ohne dass ich irgendetwas mache. Ja, ich habe irgendwie diese Ausstrahlung, keine Ahnung, dass sie mir halt ihre engsten oder verbotensten Dinge erzählen. Ja, und in den 19 Jahren habe ich sehr, sehr viele Sachen schon gehört. Ja, die wollte ich zum Teil, was ich gar nicht, die wollte ich nicht hören. Ja, und da habe ich mir gedacht, hey, ich kann gut reden, ich kann gut zuhören, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ja. Und das ist etwas, zum Beispiel in die Richtung gehe ich auch. Ja. Also ich habe so das Thema Mutter-Kind, ja, ist bei mir ganz, ganz stark präsent, also die Bindung zwischen Mutter und Kind zu heilen, weil das ja gerade mein eigener Weg ist auch. Also ich habe eine Tochter, die ist 15. Und in diese Richtung, ja, da geht's halt so hin. Und in letzter Zeit sehe ich halt jetzt öfter immer wieder Ausbildungen, auf Instagram so Werbungen halt, ja, für eine bestimmte Ausbildung. Und ich habe vor 2 Tagen, habe ich mit meinem Mann drüber nochmal gesprochen, der so, ja, mach das doch einfach. Und dann denke ich mir auch immer, ja, wieso mache ich es nicht einfach? Jetzt sehe ich das schon so oft, ja, aber wieso machen wir das nicht? Ja? Wieso trauen wir uns über diesen einen Schritt nicht drüber? Was hindert uns daran? Warum haben wir solche Angst davor, etwas zu verändern? Ja, zum einen noch mal ganz kurz mit dem, dass du aus deinem eigenen Schmerz oder aus dem eigenen Gucken eben, wo ist dein Potenzial? Das finde ich nochmal wichtig, da auch zurückzuschauen. Was hast du in deinem Leben schon bewältigt? Also wenn du deine Vergangenheit und deine eigenen Themen anschaust, siehst du auch immer, was dein Potenzial ist, weil du kriegst die schweren Aufgaben in deinem Leben nicht ohne Grund halt. Also meist sind es ja die besten Therapeuten, die selber am meisten Schlimmes erlebt haben. Ja, das beste Medium ist das, was selber durch den Verlust gegangen ist. Ja, der beste Architekt ist der selbst sein Haus erstmal gebaut hat halt. Und da erkennst du auch immer so ein bisschen das Potenzial. Was sind die Themen, die du schon geschafft hast oder wo du noch mitten im Prozess bist? Mit welchen Sachen liebst du es, dich zu beschäftigen? Halt, genauso wie jetzt mit deinem Mutter-Kind-Thema. Super, ja, weil das ist immer das Authentische und das, wo du ja auch wirklich aus Erfahrung dann sprechen kannst. Das heißt nicht, dass du das alles bewältigt haben musst schon. Ne? Genau, ja, genau. Ja, die Abwehr dagegen ist meistens ein altes Thema aus der Kindheit. Also, dass ein Teil in dir daran festhält, dass du es doch nicht gut genug bist, dass du doch niemandem was erzählen kannst, dass du an der Sicherheit deines ehemaligen Berufes festhalten musst. Oft sind es auch so Stimmen der Eltern, die sagen, ach Kind,
ach, Selbstverwirklichung, das braucht doch kein Mensch und du hast hier deinen Brot- und Butterjob oder der Lehrer, der gesagt hat, ah, deine Schrift ist ja kein Stück besser geworden die letzten 3 Monate. Also diese nährenden Selbstzweifel, das ist so ein innerer Anteil von uns, den hat jeder, manche wirklich schlimm und durch Traumata geschult irgendwie und manche sind einfach wie so ein kleines Arschlochkind, was in dir ist und sagt, nee, ich krieg das aber nicht hin oder so. Das ist normal und die tauchen immer dann auf, wenn es um Selbstverwirklichung, um Bestimmung, Berufung, dein Weg, Leben geht, weil da noch etwas nicht Geheiltes gesehen werden möchte. Also dieser Anteil ist etwas in dir, der dich schützen möchte, davor auf die Fresse zu fallen oder negatives Feedback zu bekommen. Es ist eigentlich ein liebevoller Anteil, der aber dir total den Weg versperrt. Und da im Grunde mit diesem Anteil mal zu gucken, wie alt bist du mit diesem, ich kann das doch nicht oder nee, lass mal lieber oder Sicherheit oder was auch immer. Und mit diesem kleinen Kind meistens in dir nochmal in eine liebevolle Kommunikation gehen und zu gucken, wie kannst du dem Aufmerksamkeit schenken, ohne dass du ihm so viel Raum gibst. Erklären, dass du jetzt erwachsen bist und du die Mutterrolle jetzt einnimmst von deinem inneren Kind, dem Raum bauen und sagen so, und jetzt gehe ich aber meine Schritte vorwärts und teste es einfach mal. Also bei mir hat es auch geholfen, es als erstes als Hobby anzusehen, meinen Beruf, und auf Spendenbasissitzungen anzubieten zum Beispiel. Das hat mir den Druck rausgenommen, dass ich jetzt sofort damit gut sein muss. Und da habe ich dann sozusagen mein Potenzial geöffnet und ich wurde überlaufen halt und konnte es dann irgendwann gar nicht mehr lösen. Und habe aber so Schritte gebraucht, um meine inneren Traumata zu lösen. Weil die kommen immer, wenn du dich auf deinen Weg machst, kommen die ganze Scheiße erstmal hoch, die noch verarbeitet werden möchte. Bei mir ist es, ich weiß, das ist so eine Sache der finanziellen Sicherheit. Ja, das ist, ich konnte nie mit Geld richtig umgehen. Ja, und ist nicht so, dass ich nie irgendetwas gehabt habe. Ich bin in einem Kinderheim aufgewachsen. Es ist mir sehr gut gegangen dort. Ja, aber dennoch, das ist irgendwie, habe ich es halt nie so richtig gelernt, mit Geld richtig umzugehen. Ja. Und das wurde dir ja auch nicht wirklich vorgelebt in der Familie oder genau, so. Genau, ja. Und da ist dann so, weißt du, da denke ich mir dann so, na ja, aber geht sich das eh aus und dieses und jenes, ja. Und Gott sei Dank ist mein Mann so ein schlaues, intelligentes Wesen, ja, und lässt mich einfach tun, ja, und sagt, scheiß doch drauf, ja. Und egal, ich nehme ja zum Beispiel mit dem Podcast nehme ich überhaupt gar nichts ein, ja, weil ich mache das halt einfach, ja, weil ich es gerne. Ja, genau. Und weil ich es aber auch gerne mache, ja. Und was ich eben auch für mich gemerkt habe, ist, weißt du, ich mache das nicht nur für die anderen, damit sie jetzt einfach gute, wichtige Impulse für ihr Leben bekommen, sondern das ist eigentlich meine persönliche Therapiesitzung, die ich da habe. Jedes Mal, ja. Und der Dejan, mein Mann, der lacht mich immer aus, wenn ich ihm sage, dass ich meine Folgen 4-5 Mal anhöre. Sag ich, weißt du wieso? Sagt er, ja, du hörst dich gerne reden. Sag ich, ja, ich höre mich super gerne reden. Aber das Coole ist, dass ich nachher, für dich so ein bisschen genau, ja, weil, das, wenn ich im Gespräch bin, ja, ich habe auch die Gabe, dass ich vergesse, was ich dir vor 5 Minuten gesagt habe, ja. Ja. Und vor allem, wenn man dann so in dem Thema drinnen ist und dann kommt man ins andere, ja, und dann höre ich mir das bewusst nochmal an, weil ich mir denke, ah, spannend, okay, das muss ich mir jetzt aufschreiben, ja. Und du hast nämlich vorher etwas erwähnt, wo du gesagt hast, ja, eben, dass was noch nicht geheilt werden ist, das gesehen werden darf. Es geht ja, glaube ich, auch nicht darum, dass es immer um die Heilung geht, sondern es einfach anzusehen. Ja, und man kann ja auch einfach lernen, damit zu leben, es anzusehen und sagen, okay, das ist passiert, diesen Anteil kann ich jetzt in dem Sinn so nicht heilen. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so, dass es ja schlimm für mich ist oder dass es mein Leben beeinträchtigen würde. Ja, alles, was du ignorierst und komplett weghaben willst oder so, gewinnt ja an Macht. Also das kennen wir ja, das Prinzip, wenn man etwas ganz schön unter den Teppich hält oder sowas, dann wird das irgendwann in die Luft gehen. Und wenn du weißt, hier, da ist dieser Anteil in mir, der kann vielleicht nicht so gut mit Geld umgehen oder der hat Angst vor Verlusten und braucht Sicherheit, dann kann man da ja liebevoll mit umgehen und sagen, ah ja, spannend, jetzt kommt der Anteil wieder hoch. Warum kommt der gerade? Haben wir jetzt gerade eine Steuerrechnung bekommen und macht mir das Stress? Und
ja, sich dann einfach auch den Raum zu nehmen, mit dem Mann drüber zu reden und sagen, hey, muss ich mir Sorgen machen? Und er sagt, ach Quatsch, musst du dir nicht. Ah ja, inneres Kind, bist zwar mal wieder da, ist ja schön, dich wiederzusehen, brauchst dir keine Sorgen machen. Also ich finde es gut, was du gesagt hast, man wird nie alle seine Themen geheilt kriegen. Das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Und es ist im Augenblick ja so ein bisschen Trend mit dem, ach, das noch umtransformieren. Ja, genau. Genau. Das und jenes. Und am besten muss alles geheilt sein. Nein, also dann sterben wir, weil wir dann alles erledigt haben wahrscheinlich. Genau, ja, weil wir machen dann keine Erfahrungen mehr, ne? Genau, wäre total langweilig. Ne? Aber eben, man muss es ja auch nicht ignorieren, sondern man darf es ja auch als einen Teil von sich so stehen lassen und sagen, ja, spannend, da ist wieder dieser Anteil, der ist an manchen Tagen größer und an manchen Tagen ist er gar nicht mehr spürbar. Aber der gehört ja auch zu dir und deiner Geschichte und macht dich einzigartig dadurch. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gelernt, wirklich mit meinem inneren Kind zu sprechen, wie mit einem Kind. Ja, und das kann ich jedem nur empfehlen, ja. Wenn du mal wieder vor einer Situation stehst, ja, die dich super nervt, ja, oder richtig am Arsch geht, dann red wirklich wie mit einem Kind mit dir, ja. Das ist unglaublich, wie das heilend sein kann, ja. Und ich habe gerade so, ich weiß nicht, ob das, du hast es ja mitbekommen, wo ich diese Social Media Pause gemacht habe. Da ist bei mir einfach extrem viel an die Oberfläche gekommen. Ich habe extrem viel reflektiert, ja. Und das war genau der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss das innere Kind nicht mehr irgendwo in die Ecke setzen, ja. Das darf genauso mitreden. Aber, so wie du vorher gesagt hast, ja, ich bin jetzt die Mutter, ja. Also ich übernehme die Mama-Rolle für dieses Kind, ja. Das muss es jetzt nicht mehr, weil ich bin jetzt schon erwachsen und ich kann allein auf mich aufpassen, ja. Ja, das finde ich richtig. Ja, und manchmal sind die inneren Kinder halt auch 13, 14 oder so und sind einfach stinksauer und ja, motzig, genau. Und so. Ja, also man hat immer so dieses innere Kindbild, was ich in den Arm nehme und tröste, aber es gibt eben auch echt jugendliche innere Anteile, die einfach nur genervt sind und mal auf den Tisch schauen wollen und so Sachen halt. Ja, bei mir sind es die Türen, die dann zuknallen. Aber das Spannende ist, ich kenne das echt von meiner früheren Zeit. Ich habe immer die Türen zugeschmissen. Immer. Ich weiß nicht. Aber das ist auch so ein Thema, was die Aufmerksamkeit erreden. Hallo, ich bin da, ja. Komm zu mir und tröste mich jetzt, weil ich bin jetzt gerade richtig angepisst, ja. Aber das können wir halt nicht sagen mit 14, 13 Jahren, ja. Da sind wir ja voll in unserem Ding drinnen. Sag, nimmst du eigentlich dann, wenn du zum Beispiel Podcast-Folgen, also so Aufnahmen hast, du hast ja auch einen eigenen Podcast, habe ich gesehen, machst du da selber noch was oder? Nein, gar nichts mehr. Das war damals mal ein Projekt relativ am Anfang mit einem Journalisten, der hatte mich gefragt, ich bin technisch jetzt nicht so wahnsinnig versiert und wenn ich was aufnehme, dann nehme ich YouTube-Videos auf, weil ich mein YouTube-Kanal einfach echt mag und da... Ich finde es für mich leichter, Videos aufzunehmen als Podcasts, weil ich da mehr beim Podcast den Anspruch habe, wie ich etwas erzähle. Und ich habe so das Gefühl, man verzeiht dir mehr, wenn man das Video sieht. Yeah. Daher mache ich selber gar keine Podcasts. Hätte schon mal wieder Lust zu, aber selber die produzieren und schneiden und allem. Und ich habe da immer keinen Nerv drauf. Mir reicht es mit meinem YouTube-Kanal, ja. Ich hatte eine Botschaft vom Universum gekriegt, oder ich würde sagen von der geistigen Welt, und zwar meine allererste Interviewaufnahme hier. Ich habe eine Podcast-Folge gemacht mit einem Medium, die ist 23, also die ist gerade am Anfang, ja. Und ich wollte die Folge schneiden. 3 oder 4 Mal ist mir dann das Programm abgebrochen, ja. Das gibt's doch nicht! Ja, was ist jetzt? Ja, wieso funktioniert das nicht? Bis ich dann einfach gesagt habe, okay, ich lasse es, wie es ist. Es ist gut so, wie es ist, ja. Und das habe ich auch erkennen dürfen, ja. Diese ganzen geschnittenen Videos, ja, sicher ist das cool, ja. Aber ich stehe einfach drauf, wenn es authentisch ist, wenn es ehrlich ist. In einer Folge ist mir aus Versehen ein Rülpser rausgerutscht, ja. Den habe ich sogar drinnen gelassen, ja. Habe daraus ein Gewinnspiel gemacht, kam witzig und echt gut an, ja. Und ich denke mir, das macht's halt auch aus, ja. Das ist das Menschliche, ja, dass wir eben nicht perfekt sein müssen, ja. Das ist eh alles, was wir so im Internet sehen. Das ist ja im Endeffekt ja alles nicht real. Ich sehe dich jetzt über meinen Computerbildschirm, ja. Das ist irgendwie so unrealistisch, geht's doch gar nicht mehr, oder? Also ja, definitiv sehe ich auch so, aber ich muss auch nicht alles mehr machen, merke ich so. Ja. Also ich habe so viele Jahre alles gemacht und auch ja fast alles kostenlos, dann mit Kongressen und Interviews und Podcasts und allem. Ja. Das ist super, um auch die Sachen rauszubringen so, ja, oder eine Bekanntheit aufzubauen oder einfach auch
das, was du zu sagen hast, in die Welt zu bringen. Mir hat das viel Freude gemacht, aber ich merke jetzt eben auch, meine Zeit ist wahnsinnig kostbar und meine Jungs sind jetzt schon so groß, die werden nicht mehr lange was mit mir überhaupt zu tun haben wollen. Das musst du noch genießen, ne? Daher denke ich mir auch, alles, was ich an Zeit für mich habe, ist gerade wahnsinnig kostbar auch. Ja, Zeit ist wirklich sehr kostbar. Sag, hast du heute irgendetwas wahrgenommen? Nimmst du grundsätzlich auch andere Energien wahr, wenn du mit Leuten so sprichst, auch wenn sie nicht neben dir sind, weil du vorher gesagt hast, ja, du hast was Kaltes gespürt, ne, nachdem ich dir das gesagt habe? Also ich nehme schon bei Menschen auch eben Themen wahr, zum Beispiel halt, oder wenn mich jemand anlügt oder wenn da mehr dahinter ist oder so, das nehme ich schon auch im Gespräch wahr. Auf Verstorbene konzentriere ich mich eigentlich, wenn wir das Gespräch nicht darüber, wie wir es jetzt gerade haben, nicht, weil ich einfach es nicht wahrnehmen möchte. Also die wissen, die geistige Welt weiß, dass sie mich nicht erreichen kann, wenn ich jetzt im Gespräch mit einer Freundin bin zum Beispiel, weil ich würde es nicht durchgeben halt. Außer bei den Leuten, die wirklich wissen, was ich mache und die offen dafür sind. Du weißt ja nie, was du auslöst. Also ich würde nie jetzt irgendwie zur Nachbarin gehen und sagen, ach, dein toter Mann steht bei mir im Garten oder so. Was ich auch wirklich schon mal hatte halt. Aber ich würde es nie machen, weil du nie weißt, was da in dem Moment bei der Trauer los ist. Daher kann ich es relativ gut selektieren. Es ist nicht mehr so, dass ich jetzt durch die Stadt laufe und von allen alles mitkriege oder im Gespräch oder Ähnlichem. Je näher mir eine Person ist, umso weniger kann ich das ausschalten. Also wenn wir mit Freunden am Tisch abends sitzen, da nehme ich leider schon wahr, wenn der eine den anderen betrogen hat oder solche Dinge. Schweigen daher. Interessiert mich das dann im Grunde auch nicht wirklich. Aber es ist ja auch ein Fluch, oder? Wenn du das dann weißt irgendwie und du kannst nichts sagen, ist dann auch irgendwie so. Ja, aber andererseits, ich habe früher oft gemerkt irgendwie, dass von Menschen irgendwie eine komische Energie kam. Und ich habe das dann immer auf mich persönlich bezogen und dachte dann immer, der mag mich nicht, ich bin falsch. Und seit ich das wirklich konkreter ausgebildet habe mit dem Aura-Lesen und dann weiß, der hat gerade Stress gehabt mit seiner Partnerin oder der hat gerade einen Job verloren und will darüber nicht reden, beziehe ich das halt auch nicht auf mich. Und ich finde es eher inzwischen eine Erleichterung, direkt zu spüren, das ist sein Problem, weil dann weiß ich, dann kann ich es abhaken und bei ihm lassen. Also für mich ist es leichter inzwischen. Was ist mein Thema? Einige hast du mitgebracht. Ja, schon, ne? Du bist da, glaube ich, schon ganz gut dran hier. Ja, du, es ist spannend. Ich schaue auf die Uhr und es ist 11.11 Uhr. Tja. Schon wieder. Das ist ein Zeichen ist hier das von ist doch, Team. Das ist so krass, ey. 11 ist auf jeden Fall für mich die höchste spirituelle Zahl. Okay. Geht immer um Selbstausdruck und um Lebensplan. Also da ist anscheinend noch ein Thema, warum du dir diese Themen gerade für den Podcast ausgesucht hast, wo du noch mehr hingucken darfst. Also du hast ja schon ein paar Sachen gesagt und ich glaube, da geht's auch in eine gute Richtung. Die Frage nochmal so ein bisschen dahinter, wo ist dein Special und wie willst du das in die Welt bringen? Und ja, wo ist vielleicht auch dein Schmerz, den du irgendwo heilen willst oder so, der damit irgendwie in die Welt darf. Also ich habe das Gefühl, es immer so zwei Schritte nach vorne und wieder einen Schritt zurück. Und ja. Aber das ist die Frage, wie kann man sowas herausfinden? Weil das ist ja das, wir denken alle, ich habe ja schon so viel probiert. Ja, ich war bei Mediationen, habe Therapie jahrelang, habe Familienaufstellungen gemacht, alles. Und du denkst, du bist geheilt. Ja, und dann bam, kommt was in dein Leben, so ein richtiger Arschtritt vom Leben und sagt, na, schau noch mal hin, ja. Wie weiß ich denn, wenn ich nicht wirklich weiß, was für ein Thema ist, wie kann ich das herausfinden? Ja, also für mich ist es immer nur der Gang nach innen halt. Also ich habe wahnsinnig viel über Meditationen, Trancearbeit mit meinem Geistführer, Seelenreisen, schamanisches Retreat. Also immer der Gang nach innen im Grunde halt hat mir geholfen, da dran zu kommen. Weißt du, was krass ist, Nina? Nein. Heute ist die Sommersonnenwende. Und wir sind heute auf einer Zeremonie dabei sogar. Da werde ich meine Geistführer bitten, mir das Thema aufzuzeigen. Ja. Ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, uns so helfen zu lassen. Ja. Und ich war ja vor 5, 6 Jahren
Nein, das war ein bisschen länger her, ja. Ich war ein ganz anderer Mensch, ja. Ich weiß nicht so, dass ich sage, ich war aggressiv oder so, aber ich war halt ein sehr wütender Mensch, ja, und ein sehr launischer Mensch, und habe das auch nie richtig verstanden, ja. Und heute, je mehr ich mich mit diesen Dingen auch beschäftige, und so wie du sagst, ja, gewisse Dinge muss ich nicht mehr machen, die habe ich schon gemacht, ja. Man muss nicht alles im Leben erkundschaften, ja. Es ist ja nicht alles, ich sage jetzt mal, nicht jedes Coaching oder nicht jede Therapie ist auch gut für mich. Ja, es kann für jemanden anderen gut sein, das wollte ich damit sagen. Aber da wirklich hinzuschauen, es ist die schwierigste Arbeit, an sich selbst zu arbeiten. Ja. Und ich glaube, das wird jeder genauso sehen, der das jetzt hört. Ja, aber der größte Schmerz ist immer das eigene Leben. Ja. Aber es ist so, ja, weil wenn wir das nicht haben, dann können wir ja nicht zu dem werden, was wir sind, ja. Und auch das mit der Lebensaufgabe, ja, hinzuschauen. Ich habe Therapeuten gehabt, ja, wo ich mir teilweise selber in den Kopf griffen habe, und ich mir dachte, jetzt, du brauchst ja selber eine Therapie, ja. Wie willst denn du Ja, das mir gibt's leider helfen? auch, kenne ich auch. Ich meine, ich finde super Schulmedizin und sowas, ja. Aber dann, ich will anderen Jugendlichen helfen. Ja, das ist so ein innerer Wunsch auch, weil ich es eben aus meiner eigenen Erfahrung gemacht habe, quasi den Start ins Leben zu finden. Ja, jetzt gerade auch kurz vor der Ausbildung, oder eben auch die Beziehung zwischen Mutter und Kind heilen. Ja, also geht es gar nicht im Schwerpunkt um die Ja, auch gerade Tochter. seit Corona ist natürlich auch echt für Genau, Jugendliche ist ja. es richtig hart Ja, geworden. genau. Aber Da. da im Grunde ist vielleicht auch deine Geschichte mit der Wut etwas, was wirklich wichtig für die Jugendlichen ist, weil Wut ist ja eine ganz tolle Energie, ist ja eine ganz kraftvolle eigentlich und wird ja oft bei Jugendlichen unterdrückt, falsch verstanden, als Aggression abgetan. Die Menschen haben Angst vor Jugendlichen, die wütend sind und so. Und es ist ja im Grunde eine Aktionsenergie. Etwas zeigt in dir, da ist eine Schieflage. Und etwas rebelliert in dir. Also ich kenne es eben oft auch aus eigener Erfahrung, dass man die Wut dann eher gegen sich verwendet. Autoaggressionen, Essstörungen, solche Sachen, Alkoholprobleme. Oder eben wirklich dann bei Jungs eher ja diese Aggression nach außen. Und da ist ja ein Riesenfeld der Selbstheilung oder wo die Hilfe brauchen und eigentlich Erwachsene ja immer nur versuchen, runterzudrücken. Also, keine Ahnung, warum ich dir das gerade erzähle, aber ich hatte das Gefühl, das muss irgendwie aus der geistigen Welt gerade raus. Ich finde es sehr gut, dass du mir das gerade erzählst, ja, weil ich hatte gerade voll die Eingebung, ja. Sehr schön. Aber das ist das, was ich meine. Es sind eben, du sagst, dieses Wut. Boah, Wut ist für mich so, ich liebe dieses Wort. Das hört sich verrückt an, ja, aber das ist etwas, was sich gut anfühlt da drinnen, ja. Das ist so, es fühlt sich an, als würde ich so richtig in mir einsinken und jetzt hätte ich etwas gefunden. Und ich glaube, genau um das geht's auch, ja, dass wir lernen auch, unsere Wut anzunehmen. Es ist okay, wütend zu sein. Es ist okay, wenn mal der Tag scheiße ist, ja. Und es ist auch okay, wenn du mal eine Social Media Pause machst, ja. Und es ist auch okay, wenn du Eheprobleme hast. Und es ist auch okay, wenn du gerade von deinem Freund verlassen wurde, wenn du deine erste Liebe verloren hast, ja. Kennen das alle, ja. Mit 12, 13 Jahren, wir glauben, es ist die Liebe unseres Lebens. Oh, mein Gott, Schmerz, ja. Das gehört zum Leben dazu. Und deswegen, ich finde das auch sehr gefährlich, ja, wenn es eben Religionsgemeinschaften gibt oder ich würde sagen Gemeinschaften, die sagen, du musst alles heilen in dir, nur dann bist du allwissend und allmächtig und befreit, ja. Das glaube ich nicht, ja. Und ich glaube wirklich im Leben geht es darum, bewusst diese Erfahrungen zu machen. Ja, sie nicht einfach nur zu machen, sondern sich auch wirklich bewusst zu sein, okay, ich mache das jetzt aus dem und dem Grund. Ja. Mein Mann und ich, wir probieren momentan sehr viel aus, ja, so Ayahuasca-Geschichten und so, Zeremonien halt. Ja, wir versuchen das sehr, sehr viel. Und es ist so spannend, was da für Sachen rauskommen. Das hätte ich mir nie gedacht. So Ja. zwangsläufig an die Themen, die noch gesehen werden wollen in dir. Also, das ist ja eine ganz Ja. faszinierende Pflanze, die nur dahin leuchtet, wo noch etwas gesehen werden möchte. Das haben wir noch nicht gemacht, eine Ayahuasca-Zeremonie. Aber was wir schon mal gemacht haben, war eine DMT-Zeremonie. Und das hat einfach alles gesprengt. Also,
Das ist, wenn du das einmal erlebt hast, du siehst alles einfach ganz anders, ja. Und du wirst schon auch irgendwo gelassener, wenn du denkst, spielt eigentlich alles gar keine Rolle, ja, weil wir existieren ja sowieso nachher auch noch. Also das ist ja nur unser menschlicher Körper jetzt, ja. Also sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du da schon Erfahrungen gemacht hast mit Also das DMT Zweite, was du selber. gesagt hast, kenne ich nicht. Sonst schamanische Pflanzenmedizin kenne ich und ist, glaube ich, nicht für jeden das Richtige. Auch gerade Menschen, die wirklich mit akuten Traumata oder akuter Trauer zu tun haben, würde ich es nicht empfehlen. Wer aber sagt, ich habe schon ganz viel Selbsterfahrung gemacht und man hat das Gefühl, es ist noch irgendwo ein Teil, wo man nicht drankommt oder etwas Verborgenes oder ich möchte gerne noch mal ein anderes Potenzial in mir sehen oder so, dann sollte man gut darauf achten, wo man das macht. Also nur mit wirklich professioneller Begleitung von mehreren Menschen, dann kann das aber wahnsinnig hilfreich und transformierend sein. Ne? Also ich habe auch nur gute Erfahrungen in diese Richtung gemacht, aber ich kenne natürlich auch viele, die von schlechten Erfahrungen berichten, von irgendwelchen Horrortrips oder ähnlichem, wenn das eben nicht gut angeleitet ist oder man alleine gelassen wird in dem Prozess oder ähnliches. So, Ich finde auch, also wenn man sowas macht, dann sollte man das wirklich von jemandem machen lassen, der sich wirklich auskennt, ja. genau. Ja. Weil kann ja auch passieren, dass du dann stundenlang kotzt, ne? Oder es kommt ganz anders. Also vor dem habe ich echt Respekt, ja, weil das ist halt schon, ich traue es mich nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich, noch habe ich den Mut nicht dazu. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das in dem Leben überhaupt noch machen werde. Ayahuasca, da bin ich mir nicht sicher, keine Die Ahnung. Pflanze ruft einen, wenn es richtig ist. Und dann wird man es fühlen und sonst sollte man es nicht tun. Also Absolut. man wird den Ruf hören. Genau. Sag Nina, genau. Wir sind jetzt eh schon über einer Stunde, was ich dich eigentlich noch fragen wollte. Du machst ja momentan aber keine Einzelsitzungen mehr, was ich so weiß. Also du bist ja jetzt nur noch, also du bildest andere dazu aus als Genau. Medium Ja. und sprichst halt, bist manchmal eben Speakerin, Autorin, du hast ja ein Buch geschrieben. Wie genau, was machst du jetzt eigentlich? Du warst ja vor kurzem, warte, bei TLC, glaube ich, genau, ja, da hast du ja auch eine eigene Sendung, wo du Genau, ich quasi mit mach verstorbenen viel, aber Partnern die hast. klassischen Einzelsitzungen habe ich ja 8 Jahre gemacht und es hat dann leider echt so den Rahmen gesprengt, weil wir einfach 300 Leute auf der Warteliste hatten und ich dann den Leuten, wenn ich mal krank war, die schon 2 Jahre gewartet haben, sagen musste, ihr müsst nochmal 2 Jahre warten und es war irgendwann nicht mehr machbar. Daher habe ich eben tolle Medien, die ich ausbilde und ausgebildet habe, die diese Einzelsitzungen anbieten. Ich mache Seminare, Workshops, waren jetzt auf Madeira für einen Wochenworkshop. Das läuft oder das ist immer sehr, sehr schön. Viel online inzwischen eben, Zirkel, so Übungsabende. Ja, mache eben viel Interviews, YouTube-Sachen. Die TV-Serie lief sehr erfolgreich, die erste Staffel. Da bin ich gespannt, ob eine zweite kommen wird. Ja, Online-Kurse. Ich habe viele Ideen. Mein Kartenset, mein neues, wird jetzt im Juli rauskommen, wo man selber Karten ziehen kann, eben wenn man die Botschaften von Verstorbenen oder aus der geistigen Welt nicht hundertprozentig selbst versteht. Das ist sowieso ein Übersetzer halt. Das hat mein Vater die Idee gehabt nach seinem Tod und das habe ich mit ihm zusammen entwickelt. Also solche Sachen. Lass mich von der geistigen Welt leiten, wo meine Aufgaben mich hinführen. Und bin da voll im Vertrauen, dass es denen nie langweilig wird und sie immer neue Ideen für mich haben. Sehr cool, sehr cool. Was kannst du abschließend noch als Motto oder ich würde sagen, ja, als Empfehlung weitergeben, wie du es schaffen kannst, genau, mehr Ruhe, mehr innere Ruhe in dir zu finden, in Verbundenheit mit der geistigen Welt? Ja, also zum einen ist es für mich immer ein großes Thema von Vertrauen und Hingabe, also dich auf den Weg zu machen, zu deiner Wahrheit in Verbindung mit deinem geistigen Team, mit deiner Seele. Es ist ein Zurückerinnern daran, was wir alle in unserer Kindheit noch wussten, was wir tief in uns auch fühlen können. Es kann dir keiner im Außen die Wahrheit sagen, sondern im Grunde darfst du ja den Weg wieder zurück zu deinem Herzen finden und zu deiner Anbindung, zu deiner Seele, die im Grunde die ganze Antwort hat und zu der Verbindung zur geistigen Welt. Und mein Motto ist immer, Mut ist der Plan. Ist ja auch so der Untertitel meines ersten Buches gewesen. Hat die geistige Welt mir auch irgendwann mal gesagt. Also
dass es viel um mutig sein in dieser Welt geht und um Vertrauen. Und ja, die geistige Welt ist auf jeden Fall eh da und beschützt dich und begleitet dich. Und du darfst da ein bisschen mehr abgeben auch und loslassen von deiner Kontrolle. Ja, sehr schön. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für dieses wundervolle Gespräch, liebe Nina. Ich könnt noch weiterreden. Ich habe noch Zeit bis 14.30 Uhr. Einen zweiten Teil oder so. Vielleicht kommen ja auch ein paar Fragen oder so, ja, von deinen Zuhörern. Genau. Dann können wir ja gerne noch mal einen Best-of oder einen zweiten Teil noch dranhängen oder so. Auf jeden Fall. Was ich nämlich jetzt noch abschließend sagen wollte, du hast mich nämlich gerade an etwas erinnert, und zwar an einen Film auf Netflix oder Amazon Prime, ich weiß es nicht, und zwar der Erinnerer. Hast du das schon mal gesehen? Nee, müsste ich mir auch schreiben. Also, gut. Hammer Film. Also wirklich, das ist ein Doku-Film über einen jungen Burschen, der sich an seine früheren Leben erinnern kann. Also, wirklich krass. Also da muss echt einmal, also grundsätzlich schaut euch das einmal an. Ja, ist echt ein cooler Film, also echt eine coole Doku-Reihe. Und was ich dir auch noch empfehlen kann, ist Penguin Bloom. Weiß nicht, ob dir das was sagst. Ich auch nicht. Nee. Da habe ich nämlich gerade ein Interview gemacht mit einer Frau, die im Rollstuhl ist. Die kommt aus Australien. Und krass, die hat der Vogel, und es geht um einen Vogel. Ja. Ja, ein super Film. Also das sind für mich immer so Geschichten, weißt du. Da habe ich eine Reportage drüber mal gesehen. Das, ja, genau. Ja. Und das sind immer so. Eine Krähe, oder? Nein, keine Krähe, aber irgendwie sowas in der Art, keine Ahnung. Ja. Aber das Spannende war, sie waren beide verletzt, ne? Der Vogel ist genauso runtergestürzt, wie sie runtergestürzt ist. Wollte sie sich eigentlich das Leben nehmen, so, ja, und hat dann durch den Vogel wieder neuen Lebensmut und so bekommen. Genau, also das Leben nehmen. Sie wollte, das ist ja überdramatisiert, ich glaube nicht, dass das so war. Aber sie hatte einfach, sie hat Lebensmut durch den Vogel wiedergefunden. Mhm. Ja. Also auch für jeden, der den Mut braucht, ja, schaut euch bitte den Film an. Also der ist wirklich sensationell, wirklich schön. In diesem Sinne, ich freue mich auf einen zweiten Teil irgendwann. Und elf, danke dir. Ich schwöre dir, ich habe jetzt fünf Einser knapp. Eine Stunde elf und elf Sekunden. Krass. Ja. Also noch ein Zeichen, wir kommen immer die Zeichen auf. Ja, ist echt geil. Liebe Nina, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst. Vielen Dank an dich. Und bis bald. Ganz viel Liebe zu dir.